Wir holen uns jetzt mal ein bisschen mit unseren RS3. Wir haben jetzt aktuell eine Provokateur-Abgasanlage drunter. Für Showzwecke haben wir das so gesteuert, dass du die Klappe permanent aufmachen kannst. Das schallert den ganz schön weg. Wir haben eine relativ gute Ausstattung eigentlich drin. Warum läuft denn der so gut? Und da sind ja Sicken zum Vorschein gekommen. Ja, sagen wir mal ehrlich, guck dir das mal an. Ja, gucken uns jetzt das Hörnchen an. Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Zu diesem herrlichen Wetter. Du sagst jetzt guten Tag zurück. Guten Tag. Guten Tag. Das dritte Mal. Hi. Wir kümmern uns jetzt mal ein bisschen um unseren RS3. So eine Woche vor der Essener Motorshow haben wir sinnloserweise beschlossen, einfach mal schnell noch einen RS3 zu holen. Ja. Dann ging das Auto auf der Essener Motorshow. Da war das weg. Das heißt, wir sind noch nicht gefahren. Das Ding haben wir ja fertig gebaut auf dem Trailer zur Essener Motorshow. Dann ist es wieder zurückgekommen. Da stand es eine Weile hier, dann war es wieder weg. Und jetzt ist es wieder da. Und ich habe David damit beauftragt, er ist die ganze letzte Woche mit einem RS3 gefahren. Warum? Einfach um ein paar Kilometer drauf zu bringen. Ich habe gerade schon gesehen, 1005 Kilometer sind es, ja? Da. Weil mir wollen sie immer so ein Auto nicht geben mit 0 Kilometer drauf, verständlicherweise. So, Audi RS3, wir haben eine relativ gute Ausstattung eigentlich drin. Das hat man schon mal gezeigt im ersten. Das haben wir schon mal gezeigt gehabt. Wir bingen jetzt hier oben nochmal das Video ein, das erste Video vom RS3. Weil da haben wir ja nicht so viel dazu. Weil es musste schnell gehen, da sind wir auch nicht gefahren und wir haben nichts weiter gemacht. Aktuell hat das Auto Serienleistung, wir haben zwar schon mal eine MTM Mkartronic drauf, die jetzt aber gerade totgelegt ist. Haben natürlich das Auto auf Luft gebaut, weil von vornherein meine Meinung ist, wir sind keine Rennstreckenfahrer. Nee. Also ich werde mit dem Ding nicht auf der Rennstrecke fahren, ich denke mal du auch nicht und die anderen Jungs von uns auch nicht. Wir wollen euch ja zeigen, was optisch geht, trotzdem noch vernünftig fahrbar. Ich meine, der RS3, der kann wirklich viel mittlerweile. Wir werden es aber mal mit was anderem noch testen. Wir haben noch einen RS3 stehen als Limousine. Also wir machen dann, ich denke mal, dann im zweiten Video den unmittelbaren Vergleich. Wie fährt das Auto? Wie fährt das Auto? Gibt es überhaupt Unterschiede? Ich denke mal, von vorne wird sich das gar nicht groß unterscheiden. Ja, Luft optisch. Und, nee. Ach so, meinst du? Genau, ja. Luft und geht das wirklich so krass auf die Performance oder nicht? Das sind also Sachen, damit werden wir uns dann mal so ein bisschen, würde ich sagen, weil es könnte interessant sein. Mhm. Jetzt haben wir uns erstmal ins Auto rein und würde ich sagen, wir drehen mal eine Runde, wie es sich hört. Mhm. So, ansonsten so meine ehrliche Meinung über den RS3 selber. Es ist ein schönes Auto. Das ist trotzdem nicht deine Baustelle. Überhaupt nicht. Ja, es ist nicht meine Baustelle. Gut, haben wir drüber gesprochen. Ja. Also ist ja eh nichts mehr Neues. Also es ist ein geiles Auto, es ist nicht meine Baustelle, aber trotzdem schön. Was ich halt geil finde, 5-Zylinder Turbo. Das wird eben halt aussterben. Das ist, ne? Das ist wie bei uns mit der Corvette, 6,2 Liter Sauger. Wann kriegst du das noch? Eigentlich fast gar nicht mehr. Ne? Also kannst du verabtippen. Ne? Veränderung jetzt am Fahrzeug aktuell. Wir fahren jetzt auf ein Luftfahrwerk. Mit einer RS Performance 3P Steuerung haben das Auto auf 20 Zoll MB Design Räder gestellt, was relativ schwierig war, weil serienmäßig ist das Fahrzeug ja vorne breiter und hinten schmaler. Das haben sie sich auch gut überlegt, das Ding hat ja einen Drift Mode und alles so eine Geschichten. Das hat schon seinen Grund, warum die das gemacht haben. Was wir natürlich jetzt entgegensetzen wiederum. Aber wir wollen ja Tuning-Fahrzeuge haben und wir gehen ja jetzt nicht auf die Rennsportphilosophie. Jetzt gucken wir mal, wie das Ding fährt, auch mit den Fitment, was wir jetzt fahren. Wir sind jetzt rundherum auf die gleiche Reifengröße gegangen. Ich glaube 2,35 oder sowas haben wir jetzt drauf. Ich muss mal noch mal genau gucken. Ja, ich glaube 2,35. 2,35 und fahren jetzt rundherum eine 9er Felge auf dem Auto. Ja. Auspuff ist schon was passiert. Also wir haben jetzt aktuell eine Provokateur-Abgasanlage drunter. Trotz OPF, also ist nichts modifiziert, irgendwas ausprogrammiert. Alles ECE gerade aktuell. Außer die Steuerung. Da muss man jetzt ehrlich sein, wir jetzt für Showzwecke haben wir quasi das so gesteuert, dass du die Klappe permanent aufmachen kannst, damit wir auch diese Soundkulisse haben, auch im niedrigen Drehzahlbereich. Das wird sich aber dann noch ändern, weil wenn das wird dann über ECE gesteuert, das heißt, dass die Klappe dann von zwischen 20 und 80 quasi zu ist, ja, und dann genau wieder aufgeht. Weil jetzt fahren wir gerade mit Klappe zu. Ja? Genau. So. Jetzt fahren wir mit Klappe auf. Mhm. Ja? Und das ist schon eine ordentliche Ansage, wie sich das Ding anhört. Ne? Im Stand ist das schon wirklich dolle. Und das trotz OPF, da war ich wirklich positiv überrascht gewesen. Weil wir auch auf 3,5 Zoll gerade fahren. Das ist eine 3,5 Zoll Abgasanlage. Boah, 3,5 Zoll. Ja? Also das heißt, du kannst später theoretischerweise auch mit der Abgasanlage eine ordentliche Leistung hier reinpusten. Ja. Also ganz aber locker. Aber es gibt noch nicht wirklich Datenstände für das Auto. Ne? Also
Zentrum bis zum Mund, lass es vielleicht mal 4 oder 5 Kilometer sein. Ja, und danach gleich noch vorbeigehen. Und deshalb, wir haben das Auto selber noch gar nicht gefahren, also selber zu uns geholt. Das hat uns ja der Herr Banz alles rübergebracht gehabt. Also, sind wir ehrlich, dass natürlich ein Luftfahrwerk nie ein Rennsportfahrwerk ersetzen wird. Ja. Das brauchen wir jetzt keinen zu erklären. Aber für viele Leute ist es einfach nur ausreichend dann am Ende des Tages, oder? Ja. So, was wollen wir jetzt machen eigentlich? 100, 200. 100, 200. Was schätzt du? Mit 10,5 sowas in der Drehung. Okay. Was hat man damals im R7 gehabt? Boah, das kannst du nicht vergleichen. Das war eine 6,4 war das. 6,4. 6,4. Corvette 9? Corvette 9, genau. S8 war 7,5. 7,5. Jo. 10,4. Oh. 10,5 habe ich gesagt. Das hast du schon probiert, oder? Nee, habe ich nicht. Du bist ja eh so Erst-3-Fan, oder? Übelst. Mach mal die Klappe zu, warte, was wir stehen da drin. So, ausstattungsmäßig haben wir auch einiges drin, ne? Was ich aber dem geil finde, ist, ihr bleibt den ganzen roten Schnickschnack hier dran. Mhm. So ist es kein schlechtes Auto, aber. Alles Hochglanz hier, schwarz. Ja. Sieht alles so schön aus wie Sony Kiste, ne? Ja, aber das ist auch echt anfällig, so ein Hochglanz-Schwarz. Ja, ja. Das ist schwierig. Alcantara, die Sitze auch hier, rotes Alcantara. Mega geil, also jetzt durch den Auspuff aber auch, weil wie gesagt, wo es auf EuroPF war, ist ja gar nicht viel passiert. Die Anlagen wird es dann demnächst erhältlich geben, wird aber noch ein paar Tage dauern, weil jetzt gerade die ganzen Zulassungsgeschichten noch fertig gemacht werden. Aber ich finde schon, die macht ganz schön Spektakel, ne? Also es ist schon ganz schön laut. Ja. Also hätte ich niemals gedacht, dass es aus dem OPF rauskommt, nee. Ne? Also Wahnsinn. Aber ich denke, das hat auch damit was zu tun, dass es auch auf 3,5 Zoll gebaut ja, ist. Da wird es aber auch dazu nochmal ein Video geben. Ja. Also wir werden nochmal ein Video machen, wo wir bei den Jungs vom Provokateur waren und wo man sich das angucken kann, was da überhaupt runtergekommen ist. Vielleicht können wir ja schon eine Sequenz mal mit reinhauen. Ja, wirklich ein gutes Ergebnis. Ja, Topspeed hatten wir jetzt
bei 260 ab hier. Das wissen wir jetzt schon mal. Juhu! Na, jetzt noch eine 100er hinterher und dann. Ja, schön auf die Schnauze wieder. Das findest du geil, ja? Ja. Ist ja nicht deins. Lautstärke sie hat auch. Ja. Echt, ja? Ja, ja. Da habe ich mich mit Senf voll geschmottert oder mir hat eine Katze auf den Frack gekackt. Das sieht aus wie mit Senf, oder? Senf, ja. Weil du nicht essen kannst. Das ist... Richtig. Hm. Ja, wie war jetzt die Philosophie bei dem Auto oder warum jetzt so wie er ist? Dass wir das Ding auf Luft stellen, das war von vornherein geplant gewesen, weil wir mit dem Ding keine Rennstrecke mähern wollten. Obwohl ich sagen muss, wo wir jetzt gefahren sind mit dem Auto auf Luftfahrwerk, es fuhr wirklich gut. Also wir konnten schon in die Kurven gut reinknistern, aber wir werden auf jeden Fall mit der Limo auf jeden Fall mal ein bisschen mal gucken, wie das Originalfahrwerk fährt, gucken, wie weit man sich da noch weiter rauslehnen kann. Aber so, dass wir jetzt sagen, wir wollten das Auto quasi, dass es schnell und gut fährt, aber auch eine gewisse Optik hat. Mhm. Und wie gesagt, nicht permanent 24-Stunden-Rennen fährt. Und das, denke ich mal, haben wir hier gut hingekriegt. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben das Auto in diesem Matt Diamond Black, Matt Diamond Black war es nicht, Matt Obsidian Black von BWF gemacht. Das ist nochmal ein Stückchen dunkler wie das Diamond Black. Weil wir von vorne. Hat nicht diesen Metallic-Anteil drin? Es hat nicht so viel Metallic-Anteil drin. Es hat zwar auch einen Metallic-Anteil drin, einen kleinen, aber nicht so viel. Mhm. Also, wenn du jetzt genau drauf guckst, siehst du hier so ganz, ganz leicht, ist auch einer drin. Dieses Diamond Black, das war ja eher gräulich und. Genau, richtig. Dass wir von vornherein bei dem Auto in den Matt arbeiten, Matt, haben wir bewusst gemacht gehabt, weil es wäre schade gewesen, das nicht zu tun, dadurch, dass das Auto so eine krassen Sicken hat. Und da sind ja Sicken zum Vorschein gekommen, sagen wir mal ehrlich, guck dir das mal an. Und die Sicke siehst du jetzt brutal, gerade durch diesen breiten, ausgestellten Kotflügel. Ja. Wir sehen die Sicke jetzt hier gerade, selbst die hier, die du vorher gar nicht gesehen hast. Ja. Und ja, der wirkt jetzt schön breit, jetzt kommt ich denke auch, die Kontur richtig. Das Auto jetzt zeigt jetzt wirklich Konturen, weil ansonsten finde ich den als Sportback relativ winzig eigentlich. Er wirkt schon klein, ja. Aber jetzt klein, oder? Aber trotzdem bullig, muss man sagen, finde ich schon. Aber jetzt natürlich umso mehr. So, das nächste war der Fokus gewesen. Wir hatten ja schon von Haus aus schon diese silberne Frontlippe dran gehabt. Wir haben diese silbernen Spiegelkappen. Naja, gebürstet eher. Gebürstet. Die Schweller nicht, die war nicht silber. Und wir haben hinten diese silberne Heckansatzkante gehabt. Mhm. Des Weiteren war auch der ganze Rahmen silber. Also wie gesagt, wir haben das Auto ja nicht bestellt, wir haben das Auto so gekauft, wie es da stand. Dazu kommt, dass wir drinnen noch diese roten ganzen Nähte und den ganzen Spaß alles hatten hier in dem Fahrzeug. Mhm. So, und jetzt musst du natürlich gucken, wie setzt du das jetzt alles um, ohne dass es scheiße aussieht. So, jeder normale Mensch macht ja das Silber eigentlich weg. In dem Moment sagt David, sieht doch eigentlich mit dem Silber irgendwie cool aus. Ja. Irgendwie wirkt das auch mit dem Silber. Wir müssen es halt bloß. Halt dieses RS-Feeling, finde ich. Irgendwas hat's. Also ich bin eigentlich so, ich würde gerne nochmal alles in Wagenfarbe haben. Mhm. Aber da saß man so da und sagen, eigentlich so, hast recht, mit dem Silber sieht nicht so schlecht aus. Und dementsprechend haben wir gesagt, bloß, wir lassen einfach die Spiegelkappen so, wir lassen vorne die Finne noch so. Und damit es noch ein Bild von der Seite gibt, haben wir quasi diesen mittleren Steg, den du hier unten siehst, in Silber noch mitgeklebt. Ja. Die Folie sieht auch genauso aus wie das, was wir vom Werk haben. Und haben dann halt gesagt, okay, wir machen die Felgenbetten noch in diesem Matt Silber. Mhm. Und so, was du jetzt eigentlich einzeln vielleicht gar nicht so fahren würdest, ergibt jetzt wieder einen Sinn, oder? Bild vor allem, ja. Ich finde es echt schick, ja. Also muss man ganz ehrlich sagen. So, dazu kamen dann noch die 20 Zoll MB-Design-Räder. Das Erschweren kam dazu, bin ich jetzt auch ehrlich. Da muss man auch dazu sagen, bremsentechnisch passt das auch ohne Probleme. Weil das bei RS3 war ja immer so eine Sache. Ja, aber wir fahren jetzt gerade Spurplatte.
Wir fahren jetzt gerade eine Spurplatte. Ach so. Ob das so bleibt oder nicht, ist dahingestellt. Kann ich, sind wir ehrlich, sage ich euch jetzt auch ganz einfach. Wir mussten natürlich jetzt innerhalb von 5 oder 6 Tagen irgendwie noch eine Felge ranbekommen, die wir auf das Auto drauf machen und ein bisschen anders aussieht wie alle anderen. Dementsprechend haben wir dann dieses Rad bekommen. Wir haben jetzt auf jeden Fall gesagt, wir nehmen rundherum erstmal eine 9er Felge in der Hoffnung, wir kriegen die hinten drunter, was dann auch geklappt hat. Aber wirklich, das hat wirklich, das war arscheng gewesen. Ich glaube, 9er mit einer ET43 haben wir hinten drauf gemacht. Und haben dann aber gesagt, wir nehmen vorne die gleiche Felge, weil dieser Wiederverkauf für die Räder gewährleistet sein muss. Also den nächsten Radsatz, den ich für das Auto machen lassen würde, würde ich dann auch komplett ohne Platte bauen lassen. Hm. Aber zu dem Zeitpunkt für die Messe war einfach nichts anderes möglich gewesen. Das heißt, wir fahren jetzt aktuell quasi eine Spurverbreiterung auf dem Fahrzeug drauf, die aber uns irgendwann dann auch verlassen wird. Aber wir können den ja eigentlich mal auf Fahrhöhe pumpen, weil ich muss sagen, du kannst schon echt knackig tief fahren mit dem, ohne dass da was schleift. Ja, weil wir prinzipiell eigentlich auch immer noch an der Vorderachse, wenn du mal guckst, wir stehen immer noch drin, aber wenn du jetzt mal hier schaust, sieh mal, weiter raus kannst du auch schon gar nicht mehr, weil jetzt drückt ja auch schon die Radtaschale gegen. Ja. Aber eigentlich theoretischerweise hast du in dem Auto auch eine Notlaufeigenschaft. Wir haben es jetzt in dem Fahrzeug nicht, aber wir werden aber dann auch hier sowas machen, dass wir hier eine Notlaufeigenschaft reinmachen werden, damit das Ding dann eben halt diesen Lenkkreis und, also hinten funktioniert es, aber vorne, dass er diesen Lenkkreis schafft, dass wir da mal gucken, dass wir da einen Begrenzer reinmachen. Ja, also das ist jetzt das Nächste. Fahrthöhe zeige ich euch gleich. So, ansonsten haben wir jetzt noch irgendwas vergessen in dem Auto? Eigentlich nicht weiter. Eigentlich nicht. Wir haben alle Schriftzüge in schwarz gemacht. Ja, das mittlerweile muss. Haben wir jetzt auch eine Abgasanlage drunter von den Jungs von Provokateur. Und ansonsten denke ich, haben wir auf die kürzere Zeit, also wir sind jetzt eigentlich schon spät dran mit dem Video. Mit dem Video, aber ja. Theoretischerweise stand das Auto eigentlich schon erst auf der Motorshow. Ja, nicht theoretisch. Also stand schon auf der Essener Motorshow 2021. Ja. Achso, rot. Deswegen kam ich noch drauf, dass wir jetzt die Decke in rot gemacht haben, das Kreuz in rot gemacht haben. Weil wir drinnen eben halt den ganzen roten Schnickschnack und dass man alles so ein bisschen von außen nach innen holt und von innen nach außen holt. Genau. Das war das Ziel gewesen. Ne? Ja, ansonsten könnt ihr ja mal ein paar Meinungen da lassen. Gefällt es euch? Gefällt es euch absolut gar nicht? Ist total hässlich? Ist es cool? Bis jetzt hat man ja schon ein paar Mal das Fahrzeug gepostet und hat man eigentlich rundherum wirklich positives Feedback gehabt. Das wird jetzt nicht die letzte Umbaumaßnahme an dem Auto sein. Wer uns kennt, weiß, die Autos, die wir intern kaufen, dass die sich alle halbe Jahre verändern. Wir nutzen quasi die Fahrzeuge nicht, um ein Konzept auf so einem Auto zu zeigen, sondern wir versuchen immer, wenn was Neues rauskommt, euch das in diesen Autos zu präsentieren. Mhm. Das ist jetzt sozusagen die Fahrstufe. Mhm. Eigentlich so, wie es eigentlich mit dem Gewindefahrwerk eigentlich hoch hinstellen würdest. Also ich würde jetzt mit dem Gewindefahrwerk auch ähnlich so fahren, denke ich mal. Ne? Aber bist du halt auch safe, wa? Also es hat ja jetzt nichts geschliffen, wo wir hier ein bisschen Harakiri gemacht haben. Also wo wir jetzt gefahren sind im Video, da war alles gut. Und vor allem, wir können ja nochmal, ich kann nochmal die Aufnahme verlangsamen, wo du Launch Control gemacht hast, wie der Arsch hinten reingeht. Da ist ja wirklich sofort die Felge richtig im Radkasten drin. Genau, aber da hat nichts, also hinten hast du gar keine Probleme. Nee. Wie gesagt, wir werden auch nur vorne dann sozusagen das Auto auf ein gewisses Maß begrenzen, dass du dann da halt deinen Kreis schaffen würdest. Ja. Und dann ist das gut. Und dann kannst du das Ding so fahren. Also das war jetzt sozusagen, auch wenn ich jetzt mit der Gewinde arbeiten würde, das wo wir stehen haben wollen. Ne? Weil das sieht optisch, denke ich mal, am besten aus. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das Auto zwingend liegen muss. Ja, ich meine, wir sind da ein bisschen verwöhnt, bei uns liegt ja alles. Aber das sieht so auch aber so selbst mega so aus. Sieht das Auto schick aus. Ne? Also wenn das nicht abgelegt ist. Ja. Ich denke, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zum Auto. Ja, gucken uns jetzt das Pörnchen an und dann geht die Reise los. Tschüss. Tschüss. Lobster Mac, I'm up at roof, Chris from my tone, you peep the smoothness. In this world you get the loot, then your dreams is gonna be lucid. Fool me one time, shame on you, second time you gon' be foolish. All that BS for the birds, it come to me, I'm chucking deuces. I stay loyal to the soil, you never out here breaking truces. On this road it's bumps and bruises, either you move smart or stupid. Nikes on my feet, yeah, and I got a couple swooshes. We ain't have a choice really, it was either sports or music. Came up in that 90s gritty, that's why this
so therapeutic. And you know the flow like fluid, leave a water boy ruined. Always under the influence, catch me fresh up in the newest. But I'm always round the fewest, brothers that I call my unit. G with my G's, cause you know them hundreds be the bluest. Space time continue, I'm breaking speech. Clocks tick tocking, quit watching, I'm making heat. Get burned, turned, flip like a snitch. When I spit words, quick I spit the viciousest shit. Then I dip swerve, driving to a lane less infested with lanes. And I cess burning, fuck who you saying the best. I'm playing chess learned, y'all was playing checkers, Papa Sans and my Passat. I was off the fucking rock and nothing changed cause I'm still on. One to a fucking million, I'm crazy beyond gum. Most convoluted mind in the world since the dawn of Swan. Wah, conquer the world with wonton soup recipes like. Much love to the god Pete. I'm probably afflicted with cerebral palsy. The way I keep slipping off these bits of odd speech singing. You could chase a dollar, yeah. You could chase a dream, but you chase a happy ending. That be something you ain't seen. Babylon is just 100 on the dash. Quick flip, clutch, quick. All this all could crash.